Sortieren und filtern in Excel. Mein Name ist Pirmin Lehner. Ich beginne mit einer einfachen Art zu sortieren und werde nachher bequem sortieren. Ich habe hier eine sehr lange Liste, sie hat 2600 Zeilen und ich möchte diese Adressliste zuerst nach Postleitzahlen sortieren. Ich kann irgendwo den Cursor in eine Postleitzahl stellen und dann unter dem Startregister auf Sortieren gehen, hier Klick darauf, der Größe nach sortieren und diese Spalte, natürlich mit den angrenzenden Spalten dazu, ist nun der Größe nach sortiert. Ich mache das nochmals, ich gehe zurück. Praktisch wäre es doch, wenn hier bei jeder Spalte ein kleiner Sortierpfeil stünde, mit dem ich jede Spalte sortieren kann. Das geht. Es geht entweder so, ich bin hier wieder irgendwo in der Tabelle, gehe wieder zu sortieren, hier beim unteren Pfeil und ich klicke hier auf Filtern oder dasselbe findet man auch unter den Daten, hier beim Filtern und jetzt erhalten alle Spalten einen solchen Sortierpfeil und jetzt kann ich zum Beispiel nach Postleitzahlen sortieren, der Größe nach aufsteigend oder nach Ortschaft sortieren, also das geht wirklich viel praktischer. Doof ist nur, wenn ich jetzt nach unten scrolle, dann verschwinden diese Spaltenüberschriften. Man kann die fixieren auf einfache Art. Ich stelle hier ganz links gerade unterhalb der Spaltenüberschrift den Cursor hin und gehe zur Ansicht, bei Ansicht zu Fenster und hier zu Fenster fixieren und jetzt bleiben diese ersten drei Zeilen oben am Bildschirm kleben. Ich gehe nochmals zurück. Ich stelle irgendwo in der Tabelle den Cursor hinein und gehe im Startregister bei Formatvorlagen auf als Tabelle formatieren oder man könnte auch hier unter Einfügen Tabelle, das wäre genau dasselbe und jetzt flimmert der ganze Bereich und zwar wird Folgendes markiert von der Zelle A3 bis zur Spalte H und zur Zeile 2603. Das ist genau das Richtige. Und ja, die Tabelle hat Überschriften, okay. Und jetzt ist die Tabelle eingefärbt mit Zebramuster. Es hat hier diese Sortierpfeile. Ich kann hier natürlich wieder sortieren. Und man spricht auch von intelligenten Tabellen. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier eine weitere Spalte beschrifte, dann merkt Excel sofort, dass ich diese Spalte in dieses Zebramuster aufnehmen will. Ebenfalls am Ende, ich gehe mit Ctrl-End ans Ende meiner Tabelle, denn hier kommt noch ein Zivilstandskreis dazu, das ist der Kreis Hitzkirch in Ermensee. Und man sieht auch hier, wenn ich hier eine weitere Zeile einfüge, wird auch diese Zeile sofort in dieses Zebramuster und in diese intelligente Tabelle mit aufgenommen. Man erkennt das an dieser kleinen grünen Ecke hier unten rechts. Ich gehe mit Ctrl Home wieder an den Tabellenanfang und ich sortiere einmal hier nach Zivilstandskreisen von A bis Z und ja, man kann natürlich nur immer nach einer Spalte sortieren, aber hier wäre es doch schön, wenn alle Kreise im A-Raum hier hinten auch nach ABC sortiert wären. Also man kann doppelt sortieren. Das mache ich so. Ich gehe hier oben bei Sortieren auf benutzerdefiniertes Sortieren. Nach Zivilstandskreisen ist bereits sortiert. Ich füge eine Ebene hinzu und ich will noch nach Heimatort sortieren. Also gehe ich hier auf Heimatort. Ja, es soll den Zellwert berücksichtigen und auch von A bis Z. Okay, und jetzt ist innerhalb von A-Rau all das hier in der zweiten Spalte auch nach A, B, C sortiert. Jetzt will ich noch filtern. Ich will mal hier nach der Spalte Postfach filtern. Und zwar will ich nur jene Zeilen sehen, wo nur Postfach ohne Zahl steht. Das heißt, ich gehe hier auf den Pfeil. Ich wähle alles ab und gehe nun hier zu diesem Ausdruck
Postfach. Und zwar Postfach ohne irgendeine Zahl. Okay. Und jetzt erscheinen nur noch jene Zeilen, jene Datensätze, die hier nur das Wort Postfach haben. Und jetzt will ich ja noch doppelt filtern. Ich will mal wissen, welche Datensätze haben hier Postfach und hier vorne beim Zivilstandskreis die Ortschaft Zoffingen. Also gehe ich auch hier bei Zivilstandskreis drauf, wähle hier diesen Haken weg, gehe unten zu Zoffingen, okay, und jetzt habe ich doppelt gefiltert. All diese Zivilstandskreise hier in Zoffingen haben nur das Wort Postfach. Wie kriege ich diesen Filter wieder weg? Hier oben bei Filter löschen wird nur der Filter gelöscht. Man getraut sich das ja kaum zu drücken, man hat immer Angst, man lösche Datensätze, aber das ist genau das Richtige. Also hier löschen und ich habe wieder alle meine Datensätze auf dem Bildschirm. Das war's.